Ich würde gerne auch mal gewinnen in München. Wir haben nicht so eine gute Statistik da, aber das können wir am Samstag besser machen. Und ich hoffe, dass wir eine gute Leistung zeigen können und 3 Punkte mitnehmen können aus dem Spiel. Es kann alles passieren. Was genau am Samstag rauskommt, schwer zu sagen. Schlussendlich sind es 90 Minuten. Wir müssen unsere Leistung bringen und dann, glaube ich, haben wir eine gute Chance, auch das Spiel zu gewinnen. Wie wir das ja, eigentlich in den letzten Spielen oft gegen sie hatten. Es hat dann manchmal an 1 bis 2 Fehler, hat es dann leider nicht gereicht. Aber ich hoffe, dass wir die dann am Wochenende nicht machen. Ich glaube, es wäre nicht ein Weltuntergang, wenn wir jetzt das Spiel da verlieren und Bayern dann auch Meister wird, weil es ist sehr, sehr schwer zu verhindern mit 9 Punkten Rückstand. Wir werden aber natürlich alles Mögliche dafür tun, dass wir da am Schluss das Spiel gewinnen. Wir wissen, wir haben wichtige Punkte liegen gelassen. Ja, vor allem zu Hause, jetzt in den letzten Spielen, sei es gegen Leipzig oder gegen Leverkusen. Das sind Spiele, in denen wir ja überhaupt nicht unsere Leistung gezeigt haben, die wir uns vorgenommen haben. Wir haben es dafür in anderen Spielen besser gemacht, aber über die Saison gesehen, glaube ich, hätten wir mehr machen können. Wir hätten es spannender gestalten können da vorne und dann wäre das Spiel auch ja noch entscheidender gewesen. Aber das haben wir leider wieder nicht geschafft dieses Jahr. Hoffentlich kommt es nächstes Jahr besser, ja.